Und damit herzlich willkommen hier zurück zu Resident Evil 8, aka Village. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr mir den Weg hergefunden habt. Das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, muss man mal ein bisschen schneller stellen, wo wir jetzt genau sind. Manufacturing... Electrical Garage Entrance. B3 Produktion. Dann lass mal gucken. Also wir haben ja, ich bin noch in der Meinung, in der B3. Unterirdische Gänge, Gebäudepläne. Wir sind, wir haben zum Schluss, glaube ich, letztes Mal noch die Dings gefunden. Gott, mein Gott, der gibt Laute von sich. Ich glaube, wir müssen, wenn ich mich nicht irre, in die 4. Also ich hoffe es. Gucken wir mal, was geht. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie wir langkommen. Mal alles ein bisschen nachladen. Mal ganz kurz den Granatwerfer auf die 4 packen. Okay, nachladen. Okay, Explosiv haben wir. Whatever. Sind jetzt Rohstoffe. Okay, bei Rohstoffe. Wir sind jetzt da. Maschinenraum. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan. Wo wir lang eiern sollen. Was haben wir denn hier? Rostige Reste, okay, nice. Ach, guck an. Hier haben wir, Kurbel, Brunnenkurbel, Kugelkokille und Schlüsselkokille. Ja, das ist die, die wir wieder einschmelzen müssen, diese, gießen müssen. Also müssten eigentlich in die Gießerei. Good to know. Also sind jetzt hier. Chemikalien nehmen wir mal mit. Irgendwie maustechnisch. Also die Tür hier sieht mir aber... Warte, das ist auch so ein bisschen... Also hier haben wir die Dings. So viel ist klar. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Geht es noch weiter runter? Ja, es geht nur ins Untergeschoss. Aber wo war denn das? Jetzt Heisenbergs UGM. Wir sind hier. Wir müssen ins UGM. Gießerei, genau. Ins UGM müssen wir. Untergeschoss 4M. Und hier. Wenn wir da zurückgehen, kommen wir vielleicht da hoch. Okay. Oh, ist das dunkel? Okay, wir gehen da durch. Stockeduster. Aber jetzt geht endlich mal ein bisschen Gruselatmosphäre. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir in UG3. Und wenn ich da runtergehe, müsste ich doch da rankommen, oder?
Müssen die 4. Ey, ich hab, wie gesagt, eine Orientierung wie eine Bockwurst. Also gefallen tut mir das hier echt nicht. Ja, alles so düster ist. Wenn wir jetzt UG3. Okay. Immer noch UG3. Ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen. Das ist das Problem. Kein Ausweg. Ist ja auch kacke jetzt. Komme ich nicht lang. Vielleicht hier drüber. Über die Leiter. Ich hasse das ja, ne? Wenn du irgendwelches Backtracking hast und hast nicht gesehen, wo sind wir jetzt? UGM3. Ich brauche aber die 4. Weil das ist in der 4, oder? Ja, in der 4. Wir sind UGM3. Ach, ist das alles kompliziert. Nur um diese blöden Schlüssel da zu machen. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Ich bin jetzt irgendwo. Zerkleinerungsschacht geht es, okay. Da waren wir doch schon. Oh, eine Rohrbombe. Nett. Why not? Ja, hier waren wir auch schon. Sorry, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen verlaufe, aber ich finde gerade den Weg nicht. Das ist immer so eine Sache. Weg, ich und Wegfindung ist immer auf Kriegsfuß. Okay. Sind immer noch da. Okay, jetzt geht es hier durch den Zerkleinerungsschacht wahrscheinlich dann nach oben wieder und auf UG2 kommen wir dann. UG1. Okay, ich muss aber eigentlich runter. Auf UGM4. Scheiß Backtracking. Das nervt mich ja schon wieder. Was hasse ich? Sowas von unnötig, Content zu strecken, sage ich mal. Also das hat mir, muss ehrlich sagen, bei Resident Evil 7 deutlich besser gefallen. Das war deutlich besser. Nicht alles so verwinkelt und verwurschtelt, ey. Hier ist ja echt alles. Ich muss ehrlich sagen, Resident Evil 7 hat mir echt mehr Spaß gemacht. Es ist einfach nur strange hier. Na, da rein. Ja, jetzt geht's wieder nach oben.
So, und jetzt, da ist ein Schacht. Jetzt mal ganz kurz geschaut. Da geht's nämlich da lang. So, durch den Lüftungskanal kommen wir dahin. So weit, so gut. Mann, vorhin waren wir die ganze Zeit dort, ne? Und jetzt? Hat man hier sowas? Ich sehe nichts. Ist das Problem? Ich sehe so gut wie gar nichts gerade. Weiß nicht, ob man da runterkommt oder ne. Okay. Also rauf. Mal auf das Brett. Na, sorry, wenn wir jetzt ein bisschen Backtracking machen müssen, aber... UG2. So, jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder zum... Ich sehe gerade gar nichts. Wo geht's denn jetzt hier raus? Hä? Hey? Seh nix. Er macht doch kein Licht an, ne? Ach, okay, ja. Fahrstuhl. Auf nach oben. Ein Scheiß, ganz ehrlich. So, sind wir Untergeschoss 1. Das mit dem Zoom ist auch doof. Da ist wieder der Händler. Wir müssen aber... Granaten mitnehmen. Okay, sehr gut. Können wir mit Sicherheit gebrauchen. Dann lass mich raten. Da kommen wir jetzt zum Händler, ne? Ich hab's Gefühl, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Muss man auch erstmal schaffen. Ja, und hier wollen wir hin. Da kommen wir nicht ran. Pferdedings. So, da kommen wir jetzt gerade nicht ran. Weiß nicht, kann man hier runter? Ich sehe es nicht. Okay, hier ist ein Rohr. Munition, eine Mine. Und man kann hier rüber. Nehmen wir das doch mal. Was haben wir denn da? Oh, ein Gelbquarz. Schön. Das gibt Asche. Hey, wenn ich jetzt hier runtergehe, wo sind wir denn dann? Sind wir wieder hier? Hey, nö. Der kurze Abstecher hat sich ja gelohnt. Ist okay. Also wieder zurück. So. Also, UG1. Hier sind wir. Wir wollen nicht aufs Erdgeschoss, sondern wir wollen auf Untergeschoss 2, Untergeschoss 3, Mitte wahrscheinlich. Wir wollen auf Untergeschoss 3, Untergeschoss 4. Das musste ich mindestens auf die 3 oder auf die 4.
Und von da aus auf dieses Dings. Muss ja machbar sein, oder? Na komm. Ja. Der Händler. Na gut, wir können wenigstens mal mit dem kurz handeln. Ja, der Typ ist so widerlich, ne? Ganz ehrlich. Chansches Teil, Zylinder mit Sicherheit nicht. Feinster Fisch auch nicht. Wie heißt es doch so schön? Klein Vieh macht auch Mist. Mhm. 180. Oh Mann! Ich will die Custom haben und so. Wir brauchen noch Kohle. Erweiterte Trommel, speziell für eine Waffe vom Typ Magnum, erhöht die Magazinkapazität. Oh, geil. Zu hungern. Ein gutes Geschäft. Das muss ich schon sagen. Wir gehen jetzt auf B4. Von da aus muss es ja machbar sein. Ich hab da gerade was gesehen. So, und hier waren wir doch schon wieder, oder? Materials, genau, hier waren wir am Anfang schon. Verdammt. Materials, so, da kommen wir wahrscheinlich nicht jetzt rein. Wie kommen wir jetzt zu unseren UG4M? Nicht T, sondern UGTM. Wir sind hier. Wir laufen da. Da ist nix, da wäre das Tropenhaus. Wir müssen in die Richtung, oder? Kann doch nicht, woanders können wir ja nicht lang. Außer nach rechts rum, hier in den Raum. Da können wir runter. Ah da, dann kommen wir nämlich da lang. Okay, das ist... Hä? Komm ich nicht weiter? Hä? Doch, ist wie Glitch oder was? Komm ich nicht weiter? Doch. So, und dann gibt es da einen Ausweg oder nicht? Sieht nicht danach aus. Ich gehe trotzdem mal gucken. Vielleicht finden wir hier noch was. Na? Da. Rostige Reste. Komm, weiter. Ja, der ist clear. Okay, hier ist auch nichts. Ich glaube, das war ja da ganz am Anfang, wo wir rausgefallen sind. Ja klar, eine unsichtbare Leiter. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Glitch irgendwas. Hier stimmt was nicht. Geil. Top Game. Also, hier ist nix. Hier geht's definitiv nicht lang. Zumindest ist der Raum clear, immerhin etwas. Also geht's nur in die Richtung.
Und wieder das Stocke. Stocke Duster hier. So, und dahin. Da waren wir aber schon. Ja. Okay. Grüne Tür. Ich glaube, da waren wir aber auch schon, oder? Wo sind wir jetzt? UG3, immer noch. Ja klar, hier waren wir vorhin doch schon. Hier ging es doch nicht weiter. Genau, hier ging es jetzt nicht weiter. Alter Falter, was ist denn das hier für ein Scheiß, ey? Und da kommen wir wieder zum Dingsraum. Ich finde jetzt gerade echt den Weg nicht. Ja, sind wir wieder hier. Okay, also hier nicht. Lauf jetzt wieder zurück. Vielleicht mal hier lang laufen. So, wenn ich runtergehe, was passiert denn dann? Dann kommen wir dahin. Dann können wir vielleicht dahin. Okay. Geh mal runter. Vielleicht kommen wir dann ja endlich mal darauf. Wäre ja mal nett, ne? Geradeaus. Da kommen wir dann auf die Treppe. Wo wir gerade eben schon mal waren. Ich werde bekloppt, ey. Es kann doch nicht wahr sein, oder? Ist das jetzt wieder dieselbe Treppe? Ja, oh ey, meine Fresse. Ich hasse sowas, ne? Labyrinthe hasse ich wie die Pest. Jetzt geht's hier runter. Aber hier waren wir doch auch schon, oder? Mein Gott, ey, diesen blöden Weg zu finden. Zu dieser Schmelzgeschichte. Kann doch nicht so wild sein. Was ist denn das hier? Sind wir hier? Und ich muss runter ein. Okay, hier waren wir vorhin. Sind wir hier. Okay. Sorry, wenn ich das so ein bisschen umständlich mache, aber ich krieg's gerade nicht anders hin. Das ist... Okay, wenn jetzt zumindest... Das ist die richtige Höhe. So viel dazu. Die Höhe passt. Nur noch irgendwie da hinkommen.
Oh, da ist was. Und da ist auch noch. Ich habe zumindest was gehört. Unter uns ist einer. Na komm, zeig dich. Okay, kurzen Prozess. Nice, da ist er. Eins A. So, wo sind wir hier? Sollten wir hier in der Schmelze sein? Das wäre ja toll. Muss ja irgendwo was sein. Reservegenerator. Ach so, hier haben wir das angemacht. I know. Ich erinnere mich. Da sind wir gerade gekommen. Wir sind auf der richtigen, nicht auf der richtigen Höhe. Wenn er mal die Taschenlampe permanent mal anmachen würde, weißt du, dann wäre es ja mal ganz okay. Aber dieses Herumgelaufe, diese Herumgestoche im Dunkeln. Das ist dann doch etwas nervig. Die Geräusche sind schon unheimlich, das muss man ja lassen. Verdammte Axt, wo ist denn das jetzt hier? Es kann doch nicht so schwer sein, oder? Herrgott nochmal. Muss doch nur den Weg zu der blöden Kisserei finden. There's nothing. Where's Rose? She's everything to me. I think it's time you left things in my hands. Go on, rest now.